Der Wiener ÖVP stellt einen Antrag im Gemeinderat über die Aussetzung von Mietsteigerungen im kommunalen Gebäude ein. Ein-off-Zahlungen hätten nicht langfristig. Die türkis-grüne Bundesregierung konnte sich nicht auf eine Mietpreisbremse einigen. In der Tatsache gibt es zusätzliche Wohnkosten von 225 Millionen Euro. Ein weiterer 25 Millionen Euro wird der Delogationsprävention zugutekommen. Die Richtlinienmieten werden sich ab dem 1. April um 8,6% erhöhen oder 1. Wir haben nichts, um die Mietpreisbremse auf den Boden zu setzen, sagte Sigi Maurer, Chef des Green Clubs auf Twitter.